woran arbeitest du? Hast du irgendwas damit? Natürlich gibt es ein paar Dinge, die auffällig sind, aber woran arbeitest du? Ich arbeite daran, zu versuchen, so zu kommen und nicht so zu kommen. Okay. Dann, du musst dann nur zusätzlich da fragen, dann schläge ich kurz. Das ist universal, das kann man predigen. Das ist universal im Golf, das sieht der Kollege auch beim Schlägefitting auch. Also wenn du versuchst, von innen zu kommen, und das gelingt dir sicherlich, hoffentlich immer öfter, dass das Loslassen, dass die nächste Bewegung nicht so ausschaut. Weil einer, der von innen kommt und dann so bleibt, dann geht der Ball jedes Mal nach rechts natürlich. Also wie du von außen gekommen bist, hast du das Blatt offen lassen müssen. Und wenn du jetzt neu von innen kommst und die Bewegung ist momentan nicht automatisch, weil du hast eine Vergangenheit, eine Altlast, ja? Und das ist sowieso sehr häufig, dass die Unterarme, dass die Hände zu wenig oder zu spät rotieren. So allgemeine Übung, und das müssen wir jeden Tag im Unterricht zeigen und erklären, ist es das da, dass man eigentlich jetzt, das kannst du kombinieren mit innen, dass ich mache nur einen kleinen Golfschwung. Und ein Wagerl. Ja, genau, aber nicht abknicken. Die Gefahr, die immer gegeben ist, ist, wenn man versucht, man macht so, da fliegt links, jetzt habe ich zu viel gemacht. Nein, zu viel gibt es gar nicht. Zu wenig gibt es schon, aber zu viel gibt es nicht. Das machst du nicht. Ich weiß. Das machst du nicht. Und das kannst du beheben mit der Übung. Da gibt es nichts Besseres. Du kannst einhändig probieren, aber am besten am Ende des Tages, das wäre die Übung. Kleine Schwungbewegungen, wie wenn du das neu lernen würdest als Anfänger, nicht negativ gemeint, dass du das Gefühl kriegst für die Arme und für die Hände. Für die Arme, die Hände steuern die Schlagfläche, nicht die Schulter, nicht die Hüfte. Sehr simpel eigentlich, aber du musst mit Eisenschläge, 7, 6, 5 vielleicht, mittleren Eisen, eben, dass du die, und wenn du das jetzt machst, üblicherweise, wenn man das zum ersten Mal probiert, knickt man unabsichtlich ab und der Ball fliegt 100 Meter links, aber versucht trotzdem. Ja, so, wenn wir das im Video anschauen würden, wir würden einen leichten Knick im linken Handgelenk sehen.